keine Angst, wenn ich hier oben stehe, ist manchmal nicht so lustig. Wir werden aber keinen neuen Coach bekannt geben. Zuerst wünsche ich noch nachträglich. Es ist Steinapplaus. Ich wünsche euch allen zuerst noch nachträglich frohe Ostern vom Rest, der uns noch bleibt. Und Sie wissen schon, es gibt aber einen besonderen Grund, wenn ich zum Mikrofon greife. Es war unsere erste Pressemeldung im Jahr 2012 für die kommende Saison. Oliver Meyer wird nach 10 Jahren aktiven Pressedienst seine Aktivitäten in diesem Bereich beenden. Das möchte ich zum Anlass nehmen, dir, lieber Oliver, für deine Arbeit zu danken. 10 Jahre Mitarbeit in einem Verein, der permanent Gas gegeben hat, ist eine lange und beachtenswerte Zeit. Es sind auch 10 Jahre Mitarbeit in einem Verband oder in Verbänden, du hast gerade schon den Alex Jäger angesprochen, die ESBG, der DEB, in dem du uns als Steelers Bietigheim alle Zeit perfekt vertreten hast. Noch dazu in deiner Anfangszeit bei uns als der jüngste Pressesprecher der zweiten Bundesliga. Heute schon alter Hase, wie man sieht. Auch persönliche Zeit, die sich kaum jemand von außen vorstellen kann, steckt dahinter. Es sind eben nicht nur die Presseberichte, die man so nebenher schreibt oder die sich von selbst schreiben. Es sind unter anderem Kontakte, Hintergrundinformationen, Drähte, die du gespannt hast. Es sind, wenn ich an uns denke, teilweise sehr lange Telefonate mit dem Präsidenten, dem Coach, der Geschäftsstelle, deinen Teammitarbeitern und natürlich der Presse selbst. Die Pressekonferenzen, die du in dieser langen Zeit für uns gehalten hast, werden uns unvergesslich bleiben. Während andere, also wir, die Pausenwurst essen, wirst du bereits Meldungen absetzen oder hast sie abgesetzt. Während die Steelers-Fans Siege oder Niederlagen nach einem Spiel gemeinsam diskutieren, bist du wahrscheinlich der einsamste Mensch lange nach Spielende am Formulieren und Versenden der Berichte für die Presse, die Homepage und der einschlägigen Eishockey-Medien gewesen. Da steht der Nächste. Du bist eine feste und verlässliche Größe in der Medienlandschaft um uns herum geworden. Zum Wohl der Steelers, das für dich immer an erster Stelle stand. Du hast mit dazu beigetragen, die Steelers auch zu einem verlässlichen, seriösen und professionellen Partner der Presse zu machen. Das war dein Verdienst. Es ist unmöglich, alles aufzuzählen, was in diesen 10 Jahren alles los war, was du mit den Steelers alles erlebt hast und wie du in dieser Zeit die Steelers nach außen dargestellt hast. Eines gilt aber für jede Situation. Du hast die Steelers Pressearbeit in Höhen und Tiefen stets positiv, korrekt und äußerst professionell begleitet. Du hast es geschafft, das Glas stets halb voll zu beschreiben, ohne dabei unehrlich oder unseriös zu sein. Und du warst in Zeiten der großen Siege immer bodenständig und auch unseren Gegnern gegenüber fair. Die wichtigsten und herausragenden Stationen will ich trotzdem kurz nennen. Zuerst mal, das habe ich mir beim Zusammenschreiben dieser Zeilen überlegt, wie viele Trainer hast du erlebt? Gary Breyer, Danny Nord, Uli Liebsch, mehrfach Danny Held, Mike Koma, Christian Brittig und heute Kevin Godet. Wir haben in der Saison 2005-06 nach 3 Siegen gegen Schwenningen 4 Niederlagen wegstecken müssen. Ich sollte dir eigentlich sagen, wegschreiben müssen. Das mussten wir erstmal verdauen und du musst es erstmal verschreiben. Du warst Aktivposten in der Darstellung nach außen in unserer leidlichen Steueraffäre, die wir positiv abgeschlossen haben. Du bist in einer unserer schönsten Phasen ein viel gefragter Mann gewesen, der unserer deutschen Meisterschaft 2009 und musstest gleich im Anschluss den nicht möglichen Aufstieg in die DL in der Öffentlichkeit und den Medien mit uns zusammen vertreten.
Du begleitest und vertrittst unsere Meinungen, Belani, in Bezug auf den Stadionneubau. Und das seit Jahren. Du hast dieses Jahr in deinem letzten Jahr als Pressesprecher wieder ein äußerst bewegtes Jahr bei uns erlebt. Trainerwechsel, Pokalsieg, Klassenerhalt. Lieber Oliver, eins kannst du von den Steelers sagen, dass es dir nie mit uns langweilig geworden ist. Das ist sicher. Liebe Eishockey-Freunde, das ist nun kein Abgang im Groll vom Olli Meier oder weil er ausgebrannt ist oder ein Burnout hat oder weil er sauer ist oder sowas. Nein, der Grund ist ganz schwäbisch. Der Olli hat sich mit seiner Frau zusammen ein Haus gekauft und er braucht Zeit für dieses Objekt. Es wäre aber auch nicht unser Olli, wenn er nicht schon seinen Nachfolger aufgebaut hätte, den wir ja auch schon alle kennen, den Ilja Mannheim. Für alle Kritiker, die jetzt sagen, sei lässt man doch nicht gange, kann ich sagen, ja, Sie haben recht, lassen wir auch nicht. Wir starten für unsere neue Geschichte, Stadion drüben, neues Geld, neue Zuschauer, eine Steelers-Offensive 2012. Olli wird dabei sein bei unserem Marketing-Team, das wir dafür haben, gegründet haben. Wir möchten uns bei dir, lieber Oliver, und bei dir, Caro, für die Zeit bedanken, die du als Pressesprecher und Mann für die Öffentlichkeit den Steelers gegeben hast. Eigentlich müsste man das ja symbolisch, habe ich mir überlegt, mit einem Block und einem Bleistift für die Pressearbeit tun. Aber weil du ja aus gegebenem Anlass in der nächsten Zeit Block und Bleistift eben mit richtigem Handwerkszeug, sage ich da als Handwerker, vertauschen muss, haben wir für den Steelers schon mal was für dich hingerichtet. So, jetzt kannst du anstatt dem Bleistift auch mal einen Hammer und eine Zange in die Hand nehmen und zu Hause richtig mit anpacken. Wir haben aber auch noch was anderes. Das kommt symbolisch noch dazu. Eine Collage mit einem Steelers-Trikot für den Teamplayer Olli Meier. Die 10 steht für 10 Jahre als Teamplayer bei uns, Olli. Und für dich, liebe Caro, ich kann es jetzt nur delegieren, aber wir sind ja eben Teamplayer. Sei so gut und komm mit nach vorne. Seine hübsche Frau musste stets im Hintergrund bleiben, aber hat es immer mitgetragen. Wir haben für dich eine Orchidee rausgesucht. Das ist eine harte Pflanze, das können wir dir als Familie Neumann sagen. Die macht einiges mit, das passt dazu. Und ich hoffe, dass die in eurer neuen Wohnung, in eurem neuen Haus einen Platz haben wird, wo sie lange überlebt und ihr dann auch da in die Steelers denkt, grün-weiß passt auf. Ich denke, das ist gut gewählt. Ich möchte jetzt auch nicht mehr Worte verlieren. Wir werden dich trotzdem bei uns sehen. Ich möchte euch beiden vielen Dank sagen für alles, was ihr für die Steelers gemacht habt. Und wir sind froh, dass wir euch nicht ganz verlieren, sondern dass ihr mit an Bord bleibt. Vielen Dank für alles. Und euch. Ich denke, das war auch ein guter Schluss für diese Saison. Ein adäquater, finde ich. Ich wünsche euch allen Steelers-Fans eine Sommerpause, die hoffentlich für uns alle nicht zu lang wird. Wir warten ja schon wieder, bis es losgeht. Wir werden für Sie hier in unserem VIP-Bereich auch eine schwierige Phase haben, weil wir nächste Woche schon hier diesen Bereich abbauen müssen. Und wir werden eine Übergangslösung brauchen. Und dazu auch brauchen wir Ihr Verständnis, bis wir dann irgendwann um Weihnachten herum unseren neuen VIP-Raum in Beschlag nehmen können. Da freuen wir uns schon riesig drauf. Und ich freue mich auch schon wieder aufs letzte Spiel mit Augenzwinkern, aber vor allem auf die neue Saison. Euch allen eine gute Sommerpause und ein herzliches Willkommen wieder in unserer noch alten Halle mit der Aussicht auf Besserung in der neuen Halle um Weihnachten herum. Vielen Dank auch euch für alles. Es passiert nicht oft, dass ich sprachlos bin. Wow. Vielen herzlichen Dank.
Ich hatte mir auch ein paar Worte notiert, meine waren deutlich kürzer. was soll ich sagen, für mich gehen 10 Jahre vorbei in einer Position, die von Höhen und Tiefen geprägt waren, wo ich aber, glaube ich, zurückblicken kann und sagen kann, ich hatte alles für die Steelers getan, was zumindest in der Position möglich war. Mir hat es irrsinnig viel Spaß gemacht. Danke übrigens, dass du, lieber Haki, die Steelers-Offensive schon genannt hast. Meine Frau weiß noch nichts davon. Ja, ab nächster Saison grüßt hier der Inja Mannheim. Er war mein Vertreter. Er wird jetzt da aus dem Windschatten rausgehen an die Position. Er wird es schaffen. Er genießt unser alles, unser vollstes Vertrauen. Und ich bin mir sicher, dass der Ilja den Job auch gut und immer im Sinne der Steelers machen wird. Deswegen haben wir ihn ausgewählt und deswegen ist die Entscheidung so gefallen. Für mich bleibt zu sagen, ich freue mich, hier im Umfeld weiter zu bleiben, sei es als Redakteur von der Eishockey News, wo ich jetzt vielleicht auch mal etwas kritischer sein darf, als das vorher der Fall war. Sei es eben, wie du angesprochen hast, in dem anderen Thema, wo ich unterstützen darf. Mir hat es immer eine Freude gemacht und bevor ich jetzt noch ganz, ganz lang und ganz, ganz viel sagen könnte, möchte ich einfach nur Danke an Sie sagen. Danke, dass Sie mich 10 Jahre begleitet haben. Für mich war es immer eine Ehre, diesen Club zu vertreten. Und ja, ich habe es gern getan. In diesem Sinne, tschüss. Danke dir für deine guten Worte. Sie haben es bemerkt, ich habe gerade noch Input bekommen. Eben die neue Steelers-Offensive 2012 wirft ihre Schatten voraus. Am 26.04. werden wir im Kronenzentrum ein großes Meeting haben, wo alle Sponsoren dabei sein werden und auch solche, die es noch werden wollen oder können. 26.04., das wird auch sicher nochmal in der Presse geoutet, aber merken Sie sich bitte dieses wichtige Datum vor. Und dann habe ich noch eine ganz kleine Bitte an Sie, die hätte ich fast vergessen, aber ja, deshalb braucht man so ein Backoffice, wo man Input bekommt. An Weihnachten und zum Saisonende sage ich das immer wieder, wir haben da hinten so eine kleine Kasse und unser VIP-Raum-Team, das sind auch lauter ehrenamtlich beschäftigte Personen hier, beschäftigt darf man das schon gar nicht sagen. Also ich sage es wie in der Kirche, wenn Sie was reinschmeißen, muss man das nicht hören. Das können wir uns leise passieren. Vielen Dank nochmal für alles. Eine gute Sommerpause. Bleibt gesund und wir sehen uns hier wieder.